begrüße den Mitarbeiter einer unserer Sponsoren von PPW aus Köln, Martin Terber. Martin, ihr arbeitet seit einigen Jahren mit Typo 3, habt zurzeit auch laufende Projekte damit? Ja, wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Typo 3. Ich würde sagen, 95% unserer Projekte laufen unter Typo 3 und das hat sich auch gesteigert in den letzten Jahren und wir setzen das eigentlich ziemlich erfolgreich ein. Also auch mehr als Content Management Framework als Content Management System, weil wir damit auch APIs ansteuern und Drittanwendungen einbinden und ähnliche Geschichten oder auch APIs anbieten. PPW als Agentur im Herzen der Kölner Innenstadt, habt ihr auch Kunden hauptsächlich aus der Region oder wo sitzen eure Kunden so? Ja, das kann man sagen. Also geschichtlich gesehen haben wir auch Kunden aus der Bonner Region, weil unsere Geschäftsführer ursprünglich da mal ansässig waren und studiert hatten. Das ist aber schon einige Jahre her. Aber durch die Zuverlässigkeit und den guten Ruf haben wir noch ältere Kunden aus dem Bonner Umfeld behalten. Aber eigentlich aus ganz NRW beziehungsweise sogar noch weit hinters Münsterland irgendwo, wo dann meiner Meinung nach Niedersachsen anfängt. Da kommen auch noch ein paar Kunden her. Wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt? Wie viele Entwickler davon und wie viele Typo 3ler ungefähr? Nein, ich glaube, wir sind etwa 20 bis 22 feste Mitarbeiter und zusätzlich noch 10 bis 15 freie. Ihr sucht noch Leute oder arbeitet ihr mehr mit Freelancern? Ja, also wir suchen auf jeden Fall Typo 3-Entwickler in Festanstellung. Weiterhin auch, glaube ich, gerade noch einen Frontend-Entwickler, einen Senior-Frontend-Entwickler. Und ansonsten kann man sich, es gibt glaube ich noch eine ganze Reihe von Jobs, die sind alle angekündigt auf unserer Webseite, auf ppw.de und dann unter Jobs, da sind glaube ich noch 4 oder 5 freie Stellen. Ja, also das Wachstum ist da und wir suchen Leute. Okay, vielen Dank. Martin Terber von PPW, unserem Sponsor für das Typo 3 Camp hier in Essen. Vielen Dank. Ja.